Schönheit ist mein Kapital, sagt mein Gast des Tages, Dani Michalski. Sie steht gern vor der Kamera als Model, Schauspielerin oder Moderatorin. Bis gestern war sie noch in Mallorca und hat mondäne Fotos auf Instagram gepostet. Aber sie kann auch ganz robust auftreten. Selbst ist das Model. Dani Michalski zeigt nicht nur, wo es lang geht, sondern vor allem auch, wie. Willkommen zu Dannys kleinen Haus. Projekt Nummer 1 sind meine Hüttendächer. Und ich habe 3 verschiedene Varianten angewendet, um die Dächer zu flicken. Das Do-It-Yourself-Video ist nur eines der vielen Projekte des langjährigen Topmodels. Für dieses Magazin-Cover stand die heute 43-Jährige das erste Mal vor der Kamera. Da war sie 15. Schon ihre Mutter hatte gemodelt. Die Eltern arbeiteten für den Fotoausrüster Kodak. Im Fokus stehen, das kennt Dani Michalski schon seit Kindertagen. International bekannt wurde sie Mitte der 90er Jahre als das Gesicht der Laura Biagiotti Parfum-Kampagnen. Dani Michalski hat lange in New York gelebt, hat zusätzlich eine Schauspielerausbildung gemacht, sich zur Yogalehrerin ausbilden lassen und nimmt auch Moderationsjobs an. Wir sind heute hier bei der 11. Track and Drivers Con in Northolm in der Aurega Verkehrsakademie. Und hier wird für den guten Zweck geheizt. Denn alle Spenden, die eingehen, werden für die Tafel Lingen gespendet. Und ich freue mich super, hier zu sein. Ob das Model allerdings tatsächlich auch als Handwerkerin Karriere macht, das sei mal dahingestellt. Yay. Ja, das wäre mal der Hammer, ne? So, das war die erste Folge von Dani Kleinhaus. Ihr habt gesehen, ob Schrott oder Schatz ist ganz eure Entscheidung. Probiert es doch einfach mal selbst. DIY, go for it, selbst ist die Frau. So, selbst ist die Frau, da sind Sie. Willkommen nochmal. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Wieso hatten Sie Lust, ein Heimwerker-Video zu machen? Tja, ich habe mir ein kleines Häuschen gekauft und dann dachte ich mir, meine Mutter hat das auch schon immer gemacht. Ich habe das so ein bisschen in den Genen und dachte mir, als Frau wäre das auch toll, andere Frauen auch zu motivieren, weil man denkt ja immer erst so, oh nee, kann ich das denn überhaupt? Und ich habe gedacht, weißt du was, ich überspringe diese Zweifel und zeige einfach anderen Frauen, wie man das vielleicht einfach schafft. Und ich bin dann recht unbefangen an diese Projekte gegangen, bin zum Baumarkt, habe gesagt, wie heißt das, was brauche ich dafür und kriege ich das irgendwie hin? Und dann habe ich mich einfach so durchgefriemelt und bisher hat es gut geklappt. Aber unbefangen, das sind Sie doch sowieso ein bisschen, oder? Weil ich habe auch immer das Gefühl, Sie spielen da ja auch mit was, oder? Ja, ich spiele damit was und unbefangen, das ist, glaube ich, irgendwie so mein je ne sais quoi im Leben, also meine vielleicht Lebensenergie oder mein Elixier, macht das einfach. Also das ist auch so meine Message an die Frauen und so hat das bisher ganz gut geklappt. Mhm. Was Sie auch sehr viel machen, ist sich inszenieren auf Fotos. Wie viel Spiel ist dabei? Man muss dazu sagen, wie auch schon im Einspieler gesagt wurde, ich bin vor der Kamera aufgewachsen, beide Eltern bei Kodak gearbeitet. Ich hatte immer eine Linse vorm Gesicht und ich war sehr schüchtern. Ich hatte wenig gesprochen als Kind und immer nur gepostet. Es war sozusagen, ich habe mich versteckt und gleichzeitig gezeigt. Also als Model konnte man ja viel posen und so tun, als ob man sehr stark und stolz ist. Aber vielleicht ist man doch nicht so stark und kann das nur so zeigen und demonstrieren eben. Und das war so wie ein Schutz aber auch. Ne? Ich musste jetzt nicht viel erklären und sagen. Ich kam in den Raum rein, habe meine Castings auch so gemacht. Das war immer auf zeigen, wer man ist, sich den Job ergattern. Und das habe ich von der Pike auf, durch meine Eltern wurde ich irgendwie da reingeschoben. Sozusagen. Und dann ist aber jetzt das Moderieren und das selber Fotos machen auch eine Form der Emanzipation? Oder ist das zu... Das ist einfach eine Weiterentwicklung. Und das ist, glaube ich, einfach so das Reloaded 2.0. Man muss sich ja weiterentwickeln. Ne? Mittlerweile bin ich nicht nur das Model durch Social Media, bin ich ja Regie, Produzent, der Kreative und setze das um und bearbeite im Nachhinein auch. Also man hat sich weiterentwickelt und macht eben jetzt alles sozusagen. Und wie machen Sie es? Ich würde ganz gerne mal in so einen Influencerinnen-Kopf reinschauen und erfahren, wie viel davon ist Zufall, wie viel davon ist genau inszeniert, wie kommen die Ideen, ruft da jemand an und sagt, ich habe hier noch so eine teure Handtasche, willst du mal mit der ein Foto machen oder wie läuft das? Man muss sich das erstmal so vorstellen, wenn man es ganz auseinander nimmt. Also früher hatte ich so ein Dutzend Agenturen weltweit als internationales Model, dann verbinden die Agenturen den Kunden mit dem Model. Heute ist es nicht viel anders. Es gibt Social Media
Agenturen, die verbinden den Kunden oder die Marke mit dem richtigen Model. Sprich, oder dem Influencer sozusagen. Man wird sozusagen vorselektiert. Ne? Und dann sagt man, okay, Dani, Beauty, meistens mache ich Beauty oder Fashion, das könnte richtig sein für Sie beiden. Schauen Sie mal, die ist authentisch, die ist natürlich, die hat so eine Kraft. Und dann wird man sozusagen verbunden. Es gibt natürlich auch einfach Kunden, die einen direkt anschreiben. Witzige Geschichte für irgendwie Toilettenpapier, wo ich dann sage, das ist wirklich süß, euer Produkt, aber es ist nicht meins. Ich danke euch, aber ich kann das nicht machen. Oder auch einen Kunden, für den ich lange schon gemodelt hatte, der dann sagt, Mensch, du hast so eine schöne Reichweite, möchtest du denn auch ein bisschen Social Media für uns machen? Dann sage ich sehr, sehr also gerne. Also das sind die 92.000 Follower zum Beispiel. Auf Instagram, genau, dann die paar 90 auf Facebook und YouTube baue ich so langsam auf. Und dann sage ich, klar, mache ich euch eine schöne Kampagne, verhandle das dann eben, weil ich bin lange im Geschäft, da weiß ich ungefähr, ne, welche Reichweite, welche Zahlen, was man so dafür verlangen kann. Und daraus ist sogar dann auch eine Moderation für QVC, für einen anderen Sender, für Shopping, für HSE24. Und was macht in all dem Ihr Zahnarzt? Der begegnete mir auf Instagram sehr oft. Ja, ich... Das ist eine Geschichte. Ich halte sie auch, also Klammer auf, Klammer zu. Das ist eine ganz spannende Geschichte, auch wieder authentisch. Ich habe als Kind eine traumatische Erfahrung beim Zahnarzt gehabt. Und das hat mich begleitet mein ganzes Leben und ich ging sehr ungern zum Zahnarzt. Mein Zahnarzt, Dr. Kleingarn, kommt aus Frankfurt. Und ich dachte mir, ich habe so lange recherchiert nach Zahnärzten, weil ich auch dann weitergehend noch Erfahrungen gemacht habe, die sehr unschön war, wo ich dachte, so, ich habe das Vertrauen in Zahnärzte einfach verloren. Dann dachte ich mir, ich habe nach Angst, also nach Zahnärzten gesucht, die Angstpatienten eben behandeln. Und dann war in Frankfurt, wo ich auch aufgewachsen bin, der Herr Kleingarn. Und dann dachte ich mir, gut, den schaust du dir mal an, wenn du mal Mama besuchst. Und dann guckst mal, wie er denn so besonders ist, weil ich wirklich sehr skeptisch bin. Und er arbeitet mit einer Psychologin, mit Tiefenentspannung, nimmt sich sehr viel Zeit und geht auf den Patienten ein. Und das kenne ich schon mal gar nicht bei Zahnärzten. Aber warum landet der dann mit Ihnen bei irgendwelchen Veranstaltungen und auf dem Rundteppich? Und dann haben wir gesagt, wissen Sie was? Wir verstehen uns so gut, lassen Sie uns das zusammen nach außen kommunizieren. Dieses Angstpatiententhema ist so eine große Nummer, so viele Menschen sind davon betroffen. Dann möchte ich sagen, dass ich jetzt endlich glücklich bin, dass ich so meinen Zahnarzt des Vertrauens gefunden habe und der auch noch gut arbeitet. Das ist ja auch ganz wichtig, wenn man Zähne machen lässt. Also es ist beides. Es ist eine Ebene der tatsächlichen Erfahrung und eine Geschäftsebene. Genau, es ist beides. Kommen wir mal weiter zu einem Punkt, der mich auch sehr interessiert bei Ihnen. Denn Sie haben jetzt nicht nur eine Zahnarztphobie, sondern Sie haben eine ganz große Sache hinter sich gebracht. 2011 hat man bei Ihnen Brustkrebs diagnostiziert. Wie einschneidend war das? Ja, richtig. Also da war ich 35, also man erwartet das nicht, auch gerade wenn es familiär eben nicht in der Geschichte liegt. Und das war natürlich ein Riesenschock. Das ist aus dem Blauen sozusagen, holt das einen ab und dafür ist man nicht gewappnet. Ne? Also ich habe viel erlebt im Leben, viele Höhen und Tiefen, aber Diagnose Krebs ist schon was, wo man wirklich erstmal, da wird einem der Teppich unter den Füßen weggezogen und man ist hilflos. Und das war ein aggressiver, schnell wachsender, golfballgroßer Tumor, den ich da hatte. Und Diagnose, Biopsie hat es bestätigt. Und dann hieß es ja, schnell, so schnell wie möglich rausschneiden. Und das wollte ich auch nicht. Ich wollte nur, dass es rausgeschnitten wird. Das war dann auch erfolgreich passiert. Hatte nicht gestreut. Ganz, ganz gut natürlich die Nachricht. Aber als ich dann nach der OP, kam dann der Arzt zwei Tage später, meinte ja eigentlich, machen wir jetzt Folgendes, Frau Michalski, wir entfernen jetzt eigentlich alles, was noch da ist, sprich die intimen Organe, die Brüste, die Eierstöcke und dann machen wir Radio und Chemo. Und dann dachte ich so, warten Sie mal, ich dachte, ich bin jetzt hier fertig. Ne? 2011 hat man noch nicht so über diese Überbehandlung, Übertherapierung von Krebs gesprochen. Und ich habe in dem Moment dann erstmal die Bremse gezogen, habe gesagt, ich muss jetzt erstmal hier raus, ich muss recherchieren. Ich habe meinen Radiologen angerufen und gesagt, geben Sie mir bitte Zahlen. Wie steht es denn wirklich um mich und um diesen... die Zahlen waren so miserabel, dass ich dachte, wenn ich jetzt Chemo und Radio mache, dann betrifft dieser Krebs nur 2 aus 100 nicht mehr. Sprich, also ich wusste auf jeden Fall, ich gehöre nicht zu den 2. Ich war aber auch noch nicht bereit, alles zu entfernen. Deswegen habe ich dann für mich entschlossen, mit einem guten Freund, der auch Mediziner war, der auch recherchiert hat, dass ich einfach einen alternativen Heilungsweg einschreiten werde. Also ein absoluter Querdenker in der Hinsicht. Alle haben den Kopf geschüttelt. Das ist jetzt ja 8 Jahre, 9 Jahre her knapp.
Und ja, klinisch gelte ich jetzt ja als geheilt, obwohl man ja nie weiß, was passieren kann, habe ich das wohl richtig entschieden damals. Sie haben uns jetzt schon ganz viel erzählt und auch wirklich auch schon Sachen gestanden. Aber ich stelle mir dann die Frage, wenn Sie da so auf das Alternative gegangen sind, also auch liest man bei Ihnen, dass Sie sich für Hypnose interessieren, für Bachblüten. Und trotzdem experimentieren Sie ja auch mit apparativer, kosmetischer, ja, wie sagt man das, kosmetischem Handwerk, wenn es um Ihre Schönheit geht. Geht das zusammen? Ich bin ein Mensch, der liebt und lebt Kontraste. Also ich könnte nicht nur in dieser Glamourwelt und ich brauche immer so ein, ich gehe reiten, ich fahre Amateurrennen. Ich brauche so diese Echtheit, so am Leben. Ne? Also ich brauche das, ich muss in den Dschungel, ich muss nach Indien eine Yogalehrerausbildung machen. Und zwar nicht in den Schlafsaal, sondern ins Zelt. Ich muss das echte Leben spüren. Ne? Das ist so bin ich eben. Und die Optik, wie man aussieht, die Ästhetik, das ist mein Geschäft. Also mein Innenleben ist mir sehr, sehr wichtig, aber das Äußerliche ist eben auch. Also das ist mein Geschäft, seitdem ich 12 bin, stehe ich vor der Kamera. Und ich vereine das irgendwie so. Ne? Ich danke Ihnen, dass Sie in dieser Weise hier bei uns waren. Ja, Michalski, vielen Dank. Dankeschön.